Insanity, meine Besten. Ja, das Pikmin-Let's Play ist natürlich schon vorbei, aber wir haben, wie ihr wisst, ja noch zwei Enden, die wir noch nicht gesehen haben. Und außerdem habe ich mir gedacht, ich zeige euch auch noch die Logbucheinträge, die wir jetzt natürlich nicht gesehen haben, weil, naja, weil wir das Spiel viel zu schnell durchbekommen haben, um alle Logbucheinträge zu sehen. Wir haben nicht mal die Hälfte davon gesehen. Aber in den Logbucheinträgen gibt es noch diverse, ja, nette kleine Hintergrundinfos über die Pikmin, über die Beziehung auch zwischen Ulima und den Pikmin und auch ein bisschen noch was über Ulimas Zuhause und so weiter und so fort, über seine Familie. Und das sind Dinge, die ich euch nicht vorenthalten möchte. Ihr seht jetzt also einmal das mittelgute Ending, danach das schlechte Ending und dann einfach, ja, einen Logbucheintrag nach dem anderen. Und ganz ans Ende des Videos habe ich euch dann noch den Song of Love, Ai no Uta, drangehangen. Und zwar ist das das Lied, mit dem Pikmin im japanischen Fernsehen damals beworben wurde, als es rauskam. Der Song klingt sehr niedlich, klingt sehr hübsch, klingt sehr schön, aber ihr solltet vielleicht mal nach den übersetzten Liedtexten gucken zu diesem Lied, denn ganz ehrlich, das geht eigentlich relativ ab und eigentlich ist es ein ziemlich trauriges und ja, irgendwo auch sehr makaberes Lied, wenn man mal auf den Text achtet. Aber ja, genießt das Bonusmaterial und bis zum nächsten Mal. Ciao. Yeah.
僕たちピクミン、あなただけについてゆく。今日も運ぶ、戦う、増える、そして食べられる。
いろんな命が生きているこの星で今日も運ぶ戦う増えるそして食べられる僕たちピクミン、あなただけについてゆく。今日も運ぶ、戦う、増える、そして食べられる。いろんな命が生きているこの星で、今日も運ぶ、戦う。